Ja, was geht ab, meine Schnuckis? Herzlich willkommen an diesem wundervollen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Sonntag und ein schönes Wochenende. Ich habe heute Mittag schön Fußball gespielt, habe mich erholt. Jetzt schöne Reaction, später das Spiel schauen, Portugal-Belgien. Was meint ihr, wer gewinnt? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage euch ehrlich, ich denke, es wird ein 2-1 für Belgien, aber ich hoffe, dass Portugal gewinnen wird. Belgien ist sehr stark. Aber jetzt, genug geredet mit Sport, Fußball. Wir reagieren auf die Jindauis. Ja, Sonntag, 18 Uhr, neues Video. Ihr wisst Bescheid. Mila hat Geburtstag. Aha, bin ich mal gespannt. Was gibt es für Geschenke? In meiner Kindheit leider gab es was nicht. Nader, wenn ihr mal so für meinen Geburtstag gerne was nachholen wollt, schickt mir gerne was rüber. Ich nehme alles an Spaß. Let's go. Ich habe mir unbedingt dieses Jahr eigentlich einen Urlaub gewünscht, aber da wir jetzt Bobo haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir nicht wegfliegen. Ja, in den letzten 1 bis 2 Jahren aufgrund Corona, wer wollte nicht fliegen, ne? Das, glaube ich, erklären mit Bobo. Bobo ist Bobo. Das ist Bobo. Das ist der vorläufige Name, weil wir bis jetzt noch nicht den richtigen Namen haben. Wir überlegen, Umbrella oder Michael Tyson. Michael Tyson. Ist einfach Michael Tyson. Eine Mischung zwischen Michael Tyson und Michael Jackson. Ja, es ist immer so eine, sag ich mal, schwierige Frage. Wie würde man seinen Sohn oder seine Tochter nennen? Ich sag euch ehrlich, einen jungen Namen habe ich schon, ne, der mir voll gefallen hat, beziehungsweise zwei. Aber einen Favorite habe ich. Mädchenname habe ich eher weniger. Wie würdet ihr euren Sohn oder Tochter nennen? Habt ihr so ein paar Namen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der mir gefallen würde. Also mal reinschreiben. Mama, Onkel, was kommt Sohn vor euch? Spaß. Kann man dich kennenlernen? Shakira. Also, was meint das? Hallo Amerika, in Berlin sind... Das war geil. 38 Grad, Amerika, Joe Didden. Ich kann einfach nicht mehr, es ist einfach zu warm. Man merkt an der Frisur von Luisa, dass es sehr, sehr warm ist. Das ist diese typische, wenn Frauen warm ist, einfach Dings dutt machen, diese Zopf und das war's. Ich kämpfe gegen die Hitze, ich kämpfe gegen sie an. Hör auf zu rennen, du bist schwanger, Mann! Hey, wo? Wir kaufen ein Geschenk für Mila. Mila, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ein LOL-Camper. Was ist das, LOL-Camper? Ein was? LOL-Camper? Ein blauen Bus. Ein blauer Bus. Warum will Mila einen Bus? Jetzt brauche ich erstmal Geschenkpapier. Welches hol ich? Wey, yo, warum kaufst du, Bruder? Einfach DM kostenlos, ja? Meins wird krass. Blau. Nein. Auf mein Glück ist diese kaputt jetzt, oder was? Beintraining. Bruder, hol mal eine halbe Ballonkiste. Dieses halbe Ballonkiste hat er auf jeden Fall gut zum Meme gemacht. Wir haben das Ding. Das ist das, was sich Mila gewünscht hat. Das ist ein Bus, der auf der Straße fährt. Ist okay, aber ich habe weiter. Aber für Barbies. Gedacht. Was ist besser als der Boden? Die Luft. Lacht er mich gerade aus, dieser Vogel? Komm doch! Ja, Wallah, lacht er mich einfach aus. Und ich. Man muss sagen, Nader kauft aber schon viel für Mila, ne? War ich auch sehr nice, was ich sehr süß finde, so als großen Bruder, ne? Ich frage mich nur, wie es am Ende des Monats auf dem Konto aussieht. Steuerberater, so Nader, ja? Starbucks, leckeres Essen, ja, schön, dass das, aha, Mila, Geschenk, jede Menge, Place R Us, oder wie das heißt, Toys R Us und keine Ahnung, Barbie, Mali. Ich habe hier einen Helikopter geholt. Krass oder krass? Hast du Hunger auf einen Vogel? Ich fange ihn, ich grill ihn. Pass auf, wegen diesem LOL-Camper. Es gibt diesen Camper nicht, diesen... Ah, die Arme, er will sie einfach verarschen. Was du haben willst, diesen Bus. Ist egal. Hauptsache, ihr werdet bei meinem Geburtstag, gell? Oh, nein! 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 Wallah, wie süß, nein! Ich brauche keinen Camper. Bist du bereit, Mila? Mhm. 7 Jahre alt bist du jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Happy Birthday to you! Warak damals, wir haben 20 Euro in Hand bekommen. Das war's und ein Kuss, Digga. Ich will auch sowas. Ich will wieder klein sein.
Bruder, nicht mal von meinem Cousin Hochzeit sah so aus, Bruder, und war so teuer, Bruder, die hat alles, ganze Paket. Aber stabil, 7, gute Zahl, jo. Mila, du hast diesen Kuchen auseinandergenommen, was hast du gemacht? Meine Mutter? Sofort an die Eltern weitergeben. Krass, komm, wenn sie sich freut. Hey, wow. Hallo Jordan, mein Perl ist die beste Perle von ganz Europa. Glaubt ihr mir nicht? Ich beweise es euch. Ein Obstseller. Antipasto Italian. Deutschland spielt heute. Oh, Walla, diese Nudeln habe ich lange nicht mehr gegessen. Die haben früher mies gekickt, ey. Obstseller. Walla, diese Nudeln mit einfach rote Soße oder Ketchup, ich schwöre, meine Mutter, die haben früher, Walla, die haben mich ernährt. Da hatte ich auch. Walla, das war, ey, ich muss die essen, die Tage, Walla, ich muss die essen. Passt du, Italien? Deutschland spielt heute gegen Ungarn. Heute wird entschieden, ob Deutschland weiterkommt oder nicht. Wir drücken Deutschland die Daumen. Was glaubst du, wie das Spiel ausgeht? Ich kenne mich nicht so aus, aber ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. What in strawberry is it? Cherry. Cherry habe ich doch gesagt. Was habe ich gesagt, Cherry? Kann man auch einen Fehler machen in YouTube? Muss immer alles perfekt sein? Ole, ole, ole. Deutschland liegt hinten. 10. Minute. Ungarn hat ein Tor geschossen gegen Deutschland. Wie kann das sein? Ein paar Sekunden später. Deutschland steht im Achtelfinale. Kein Problem. Ich habe euch gerne unterstützt. Euer Joe Didden. Hey, was machen wir heute? Ich muss mich erstmal umziehen. Jetzt kannst du mich nochmal fragen. Was machen wir heute? Keine Ahnung. Nada hat jetzt Training, das heißt, unsere Wege trennen sich. Sie ist schwanger, sie geht ins Fitnessstudio. Wer ist schwanger? Ich will zu Hause sitzen, mein Handy. Hallo? Hallihallo, was kann ich für dich tun? Du kannst Schnauze halten, bitte. Dankeschön. Ich würde zu Hause sitzen, Hände so auf meinem Bauch und dann einfach chillen. Und dann. Also ich glaube, so ein bisschen Sport ist nicht schlecht, ne? Für eine schwangere Frau, vor allem in der Anfangszeit. So, Nada! Hol mir mal jetzt meine Schokolade, Mann! Und diese Kind würde die ganze Zeit wachsen. Okay. Wenn ihr auch Sport machen wollt, während ihr schwanger seid, dann bespricht es am besten vorher mit eurer Frauenärztin oder Frauenarzt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe das mit meiner Frauenärztin abgesprochen und sie meinte, es ist gar kein Problem. Hauptsache, man überanstrengt sich nicht. Ja, ich bin jetzt fertig, wie gesagt, und jetzt gehen wir Nada abholen. Let's go! Hast du gehört, was er gerade zu mir gesagt hat? I know you. Hm? Natürlich not Emish. Ich bin auch Jordan. Schmeckt nicht. Natürlich notwendig. It's game day. Elva, oder? Was war das? Freischuss? Guter Antritt, muss man sagen. Das war jetzt ein Elfer. Oh nein! Erst Pfosten und dann nochmal gegen Tor. Ah, das ist mies. Vieles vorbei, 2-2. Und 11 Meter verschossen. Und ich nehme diese Szene in den Vlog, weil das Leben läuft nicht immer perfekt. Auch bei Milas Geburtstag. Milas Geburtstag sah so schön aus, Leute. Aber das war so viel Stress, das alles zu organisieren und zu planen. Ihr wisst, Luisa ist schwanger, ist alles nicht so einfach. Wallah, wir rennen, wir kämpfen. Wir versuchen, Training und Vloggen unter einem Hut zu kriegen für euch. Aber das ist so schwer. Und wir haben ehrlich gesagt auch keine Zeit, uns jetzt über Rückschläge und Stress Gedanken zu machen. Deswegen streiten wir uns auch so selten, weil wir haben keine Zeit zum Streiten. Wir lieben uns und das wird sich nie ändern. Deshalb ist keine Zeit für Streit. Ganz einfach. Starke Worte.
Starke Worte, da gebe ich ihm recht. Ne? Das, was ihr als Zuschauer, sage ich mal, jeden Sonntag zu sehen bekommt von den YouTubern, ne, ist immer dieses, ey, alles läuft gut ab, bla bla, aber was läuft hinter der Fassade, wie ist es hinter den Kulissen? Ne? Es gibt immer wieder Streit, es gibt immer wieder Stress, Probleme. Sowas versucht man zu vermeiden, also dass man das nicht den Leuten zeigt, nicht anmerken lässt. Ne? Man will immer alles gut rüberbringen, aber ja, starke Worte auf jeden Fall. Ja, Mila, was ist los? It's time! It's weekend time! Mila time! Aiwa! Ich hab einen Wackelzahn! Schon wieder? Wieder langsam, glaube ich, du machst Geschäfte mit der Zahnfee, Walla. Teambesprechung. Heute ist Mila time. Mila, hast du einen Plan? Du musst erstmal zum Friseur, du siehst voll kacke aus. Ist dein Ernst? Findest du meine Haare so schlimm? So besser? Okay, was ist der Plan? Wir gehen jetzt Sea Life. Sea Life! Weißt du, was Sea Life ist? Warum freust du dich dann? Was glaubst du denn, was Sea Life ist? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Sea Life? Komm mal raus. Die Tasche hol ich mit. Nein, die Tasche brauchen wir nicht. Warum? Weil du sie nicht brauchst. Das ist unnötiger Ballast. Was ist denn da drin? Wofür sparst du? Ich spare so lange, bis es voll ist. Und wenn ich dann 18 bin, kaufe ich mir ein Auto. Dieses Auto würde ich auch gerne kaufen. Was machst du da? Pack das weg, Mann. Die Fische sind langweilig, Mila. Wir brauchen die großen Fische. Der nächste Stempel. Mila sammelt die Stempel. Wenn sie alle voll hat, kriegt sie am Ende irgendwie ein Geschenk. Ja, hier sind noch große Fische wieder. Sollen wir einen mitnehmen? Schildkröte! Ist er tot? Nein, er bewegt sein Auge. Hier ist Mr. Krabs wieder. Nein! Der von Sammy. Wer ist Sammy? Sammy, mein Lieblingsfilm. Sammy Abenteuer unter dieser Welt. Mila, lauf mal weiter, bitte. Das habe ich noch nie gehört. Oh, wie heißen die nochmal? Irgendwas mit Drachen oder so. Ich kenne das, ja. Wo wir in Seychellen waren, da gab es welche im Wasser. Wie heißen die nochmal? Voll vergessen. Nee. Boah, krass, was ein Gesicht. Was für findet Nemo? Wir haben ihn gefunden. Seit 5 Jahren, die suchen Nemo, wir haben ihn gefunden. Wie heißt die nochmal? Keine Ahnung, Joe Didden. Siehst du Nemo, Mina? Das sind mehrere Nemos. Ja, das ist Großfamilie Nemo, was ist los? Hast du alle Stempel? Ja. Ey, was ist los, Mila? Warum bist du sauer? Voila, nette. Ich habe 8 Stempel gesammelt. 8. Für diesen Stern. Ich bin 1 Kilometer gelaufen. Wollen die mich verarschen? Und wenn sie gestorben sind, leben sie noch heute. Seid ihr eingeschlafen? Ja, das war's mit dem Video. Sehr süßer Geburtstag. Nochmal von mir. Alles, Liebe und Gute zum Geburtstag. Mila, auf viele weitere gesunde und schöne Jahre. Pass auf dich auf. Ich wünsche euch immer das Beste. In dem Sinne, haut rein.